Mein Name ist Michael Fuchs. Ich bin geboren am 16.11.1952 in Leipzig, aufgewachsen, zur Schule gegangen, dort mein Abitur gemacht, eine Ausbildung parallel zum Abitur als Gärtner, bin anschließend in der DDR, habe ich meinen anderthalbjährigen Wehrdienst absolviert und bin nach diesem Wehrdienst dann zur Humboldt-Universität nach Berlin und habe dort Gartenbau studiert. Gemeinsam mit den Landwirten haben wir dort also die Vorlesungen beispielsweise gehabt, die also in Speziellen auch die Pflanzenernährung betreffen. Ja, und nach meinem Studium bin ich vermittelt worden. Die Vermittlung hat leider nicht so gut geklappt. Zu DDR-Zeiten konnte man sich also ja damals nicht seinen Wunschbetrieb aussuchen, sondern man wurde vermittelt. Und da sollte ich hier in Leipzig eine neue Gärtnerei mit aufbauen, in der Nähe von Leipzig, in Bösdorf. Aber 3 Tage vor dem geplanten Arbeitsbeginn lag ein Brief im Briefkasten, der sagte, dass diese Gewächshäuser nicht gebaut werden. Und man schlug mir 3 Alternativbetriebe vor, in denen ich fragen sollte, vorsprechen sollte und gegebenenfalls dort als leitender Mitarbeiter tätig werden sollte. Ich habe mir die 3 Betriebe angeschaut. Das waren alles 3 Nicht-Betriebe, wo die meinen Vorstellungen entsprachen. Und dann hat mich der Zufall durch Kullersdorf geführt und hier standen 4 Gewächshäuser und dann habe ich einfach angehalten, habe im Betrieb nachgefragt, ob dort vielleicht die Möglichkeit bestände, in diesen Gewächshäusern zu arbeiten und mir wurde mitgeteilt, ja, das ist ein wirklich toller Zufall, wir suchen gerade jemanden für die Gewächshäuser und so habe ich dann 1974 hier in der damaligen Zentralstelle für Anwendungsforschung Kunnersdorf meine Tätigkeit in diesen Gewächshäusern aufgenommen und dort haben wir in diesen Gewächshäusern Versuche durchgeführt mit Herbiziden und mit Wachstumsreglern und das habe ich gemacht bis zum Jahre 1986 und dann hat mich mein Weg nach Kuba geführt. Wir hatten also ständig Spezialisten von allen Arbeitsgruppen, sprich also angefangen Insektizide, Fungizide, Herbizide, Wachstumsregler und auch Düngemittel, Spezialisten dort in Kuba. Das war eigentlich dem geschuldet, dass Kuba auch ein sozialistisches Land war und im Hintergrund stand dann Kuba, sollte von uns Pflanzenschutzmittel bekommen und wir im Umkehrschluss aus Kuba dann entsprechende Südfrüchte, Kaffee und so weiter. Ja, und dort habe ich also dann in Kuba gemeinsam mit der gesamten Familie 3 Jahre zugebracht, die eigentlich angelegt waren als 5 Jahre. Und dort habe ich gemacht, war ich verantwortlich für die Arbeitsgruppe Herbizide. Dort haben wir also Versuche gemacht, in Zuckerrohr, Mango, Zitrusfrüchten und so weiter. Und da muss ich auch meine Lanze brechen für die kubanischen Apfelsinen, die wir in der DDR überhaupt nicht gemocht haben. Aber das wäre so, als würden wir heutzutage im Juli oder August einen Apfel vom Baum reißen. Wir wollten diese Apfelsinen zu Weihnachten haben, da waren sie überhaupt noch gar nicht reif. Denn die kubanischen Apfelsinen, wenn sie denn dann reif sind, und das ist der Fall im April, dann schmecken die besser, als was es heute zutage auf dem Markt gibt. Und ja, dort haben wir also auch in diesen Kulturen dann Versuche gemacht, in Kartoffeln, in Erdbeeren. Also in einer Unzahl von Kulturen haben wir dort Versuche gemacht. Und ja, diese Tätigkeit fand ein Ende mit der Wende, weil dann die Finanzierung und
natürlich die weitere Perspektive vollkommen unklar war, wurde dieser Vertrag mit diesem Institut, was in der Nähe von Havanna war, aufgekündigt, und so fand also die Tätigkeit dort ein Ende. Ich bin dann also kurz zurück hier und wieder in den Betrieb. Es waren aber noch Restarbeiten in Kuba zu erledigen, sodass ich gesagt habe, okay, in dieser Zeit, wo hier alles in der DDR, in der ehemaligen DDR in Umbruch ist, kann ich nicht nach Kuba gehen, dort die Restarbeiten machen, und wenn ich wiederkomme, ja, habe ich keine Arbeit mehr. Deshalb habe ich dann gesagt, dann brauche ich auch entsprechende Garantien, dass ich also meinen Arbeitsplatz dann hier, wenn ich wiederkomme, sicher habe. So war ich dann nochmal für einen Zeitraum von ungefähr einem halben Jahr nochmal in Kuba und habe die Restarbeiten dort beendet. Bin dann hier zurück und ja, dann war dieser ehemalige Betrieb Zentralstelle für Anwendungsforschung Kunnersdorf ein Kombinatsbetrieb der Stickstoffwerke in Piesteritz, die damals umgewandelt wurden in eine AG. Und ja, dort gab es dann turbulente Zeiten im Rahmen der Privatisierung dieses Unternehmens. Und dort war es relativ unsichere Zeiten. Es wurden also Arbeitskräfte abgebaut, sowohl hier in Kunnersdorf, was zum Kombinat Agrochemie Piesteritz gehörte, wie auch in Piesteritz selbst. Und am Ende stand dann also hier eine Restbelegschaft sowohl in Kunnersdorf wie in Piesteritz. Und hier war dann also die Frage, das zu privatisieren. Wie gesagt, die Privatisierung stand einige Zeit auf der Kippe. Ich habe da in der Zwischenzeit auch noch in einem anderen Bereich gearbeitet, nämlich in einem Steine- und Erdenbetrieb. Das heißt also, die dort Sandgruben, Kiesgruben, Steinbrüche aufgeschlossen haben. Und dort gab es so Aufforderungen, letztendlich Pläne zu machen, das Ganze nach dem Abbau zu rekultivieren, wieder zurückzuführen, diese Pläne zu machen. Und dort habe ich dann, da das hier unsicher war, mit der Fortsetzung der Arbeit zugegriffen und habe dann dort für ein rundes halbes Jahr in diesem Steine- und Erdenbetrieb gearbeitet. Es war dann aber so, dass Kunnersdorf und Piesteritz privatisiert wurden durch die SKW Trostberg. Und von dem Augenblick an war also hier die Arbeit wieder etwas sicherer. Und der damalige Chef der Freilanderprobung hier in Kunnersdorf hatte das Unternehmen ebenso verlassen. Und man erinnerte sich an mich, hat mich gefragt, ob ich hier nicht wieder zurückkehren möchte. Und nach einigen Verhandlungen habe ich dann zugestimmt und habe gesagt, okay, das wäre das, was ich mir vorstellen könnte. Habe dann also hier 1994, 93, 94 das Freilandversuchswesen übernommen und das bis zum Eintritt ins Rentenalter geführt, dieses Freilandversuchswesen. Dort gehörte dazu, neben den Versuchen, die wir hier haben, das waren also jährlich so zwischen 4.000 und 5.000 Versuchsparzellen, sowohl hier am Standort wie an weiteren Standorten in der Bundesrepublik, haben wir dann also hier die Versuche gemacht. Und unmittelbar damit verbunden war der Kontakt mit den Landwirten, und so hat sich daraus dann auch noch eine Funktion letztendlich entwickelt in der Beratung, denn wir haben damals angefangen, hier Fachtagungen zu organisieren, die wir letztlich dann so ausgeweitet haben, dass wir jährlich 1.000 Besucher hatten zu diesen Fachtagungen. Und wir hatten begonnen, dass wir einen Feldtag gemacht haben. Und auf diesem Feldtag waren dann auch anfänglich vielleicht 200 Leute und am Ende
sind es jetzt in der Regel so 800 bis 1000 Leute, die jährlich diesen Feldtag besuchen. Da haben wir insgesamt nun schon 25, 26 solche Fachtagungen jährlich und Feldtage gemacht und haben eine gute Basis, die sich auch bestätigt dadurch fühlt, dass wir also hier eine ganze Menge an Zuwachs gehabt haben, dass also immer mehr Landwirte diese Veranstaltung besucht haben, bestätigt gefühlt, dass wir da eine richtige, gute fachliche Beratung machen und damit etwas für unsere Düngemittel bewegen, denn wir haben als Stickstoffwerke nicht den Stickstoff neu erfunden, aber wir hatten schon zu DDR-Zeiten Arbeiten mit Nitrifikationsinhibitoren, auch schon mit Urease-Inhibitoren, die wir dann also fortgesetzt haben. Und das sind die Dünger, zumindest die daraus entstehen, dann alles Produkte, die beratungsintensiv waren und auch heute noch sind. Und dort haben sich also diese Veranstaltungen super eingegliedert und wir denken, da haben wir eine ganze Menge bewegt, dass die Landwirte diese Produkte nutzen. Ja, ich habe also von 1974 bis 1978 Gartenbau studiert an der Humboldt-Universität in Berlin. Das war ein Fachgebiet gemeinsam mit den Landwirten. Wir hatten also viele Parallelen, die damals abgehandelt wurden. Unter anderem eben auch die Pflanzenernährung, die mich schon damals sehr interessiert hat. Und danke.